Hallo, grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute starten wir mit dem Motto: Wir lassen die Mode wieder aufleben. Und das greife ich eigentlich auf, das hat ja die Hanna erwähnt beim letzten Video. Und eins muss ich nur sagen: Die Mode ist heuer bunt, kräftig. Also, man braucht auch fürs Gemüt ein bisschen Farbe und da sind wir wirklich richtig. Wir haben auch schon Tulpen im Geschäft stehen. Also, das ist so der Frühlingsstart und auf den wir uns richtig freuen. Wie man sieht, hat der Mosmosch ein ganz tolles Thema. Das ist das schöne, kräftige Grün. Bei der Hanna ein tolles Kleid. Haben wir wieder mit Wickelgürtel, was natürlich toll ausschaut, mit der City Bag in Schwarz und unseren tollen Rinne-Cimento-Bläser. Eins möchte ich nur sagen, ich finde es so super, wenn man sagt bei den Videos, man braucht Basics. Wir präsentieren heute keine Basics, dass man schwarz, weiß und ein blaues T-Shirt im Kasten haben sollte. Das wissen wir ja, dass man eine blaue, schwarze oder weiße Hose im Kasten haben sollte, ist natürlich auch was Tolles, weil man super kombinieren kann. Aber die Mode, die wir jetzt präsentieren, die ist echt lebhaft und wir wollen ja was Besonderes zeigen. Bei mir ist auch ein super Bootcut, also die sind ja heute wieder sehr aktuell und wenn ich zurückdenke, ich habe das schon lange mitgemacht und es kommt immer wieder, aber heuer setzt es sich richtig durch. Und der tolle Rinascimento Bläser in Stretch, den haben wir dann noch in mehr Farben, aber den präsentieren wir jetzt in Schwarz. Das ist ein Bläser, den wäscht man, hängt man auf, braucht man nicht bügeln, ein richtig knitterfreies Teil und sind eigentlich immer so Highlights bei uns. Und ja, Hanna. Vielleicht guckst du mir um dran. Ja, das ist das Highlight vom Rinascimento und da gibt es natürlich noch T-Shirts dazu. Das ist alles reine Baumwolle, ist auch Fairtrade, das muss man auch natürlich dazu sagen. Und dann haben wir eine tolle knitterfreie Bluse in einer Viskose. Also das ist auch so, der Plissé, der geht nicht raus, waschen, aufhängen, passt. Und das sind auch wieder so Highlights dazu, die toll zum Kombinieren sind. Und was wäre die ganze Mode ohne den tollen Accessoires? Also es lebt ja viel von den Accessoires, genauso mit den City Bag, die wir ja schon in allen Farben haben. Und natürlich die tollen Schals. Man braucht ja einen Schal nicht unbedingt für die Kälte, sondern einfach als Hingucker. Und da gibt es ganz tolle Schals natürlich dazu mit den Grüntönen. Wie man sieht, sind da so viele Grüntöne dabei, die eigentlich schnell zum Kombinieren sind. Und es wirkt und schaut toll aus. Und ja, so machen wir das Outfit wieder ein bisschen lebendiger und lebhafter. Und das nächste Highlight ist unser Italiener, der Rinascimento. Ecco così, da sind wir. Mit dem schönen frischen Grün, das Rinascimento jetzt präsentiert. Wunderschöne Stoffe natürlich. Eine ganz leichte Steppjacke, die gibt es auch in Natur. Die wunderschöne Bluse, ärmellos. Und die tolle Hose von Monari, der schlägt sie natürlich auch immer rein. Und bei mir wäre es ein leichter Rock mit breitem Bund, was ich sehr liebe. Ideal, wenn man rechte Taille hat, ein breiteres Becken, macht eine schöne Figur. Und wenn der so schmal ist wie die Hanna, passt natürlich eine schmale Hose ganz toll. Die Stoffe sind wunderschön, richtig lebhaft und da kann man auch kombinieren. Ich habe den weißen Bläser und den schwarzen Bläser schon mal vorgestellt und es gibt auch den grünen. Also wie gesagt, das sind so Teile, waschen, aufhängen, knitterfrei, unkompliziert und kann man super kombinieren. Bei der Hanna wird es wieder genauso dazu passen, bei mir zum Rock auch. Also das kann man bis ins Detail kombinieren und was am besten zum Gesicht steht. Also ich habe sogar den weißen probiert, ich habe den grünen angehabt. Am besten ist bei mir der schwarze zum Rock und so kann man für jeden Typen das passende Outfit finden. Eine kurze Kombi noch, also das wäre eine Mosmosch-Hose, die bei der Hanna super ankommen würde. Eine Culotte und die tolle Jacke. Das ist ein Lederimitat. Aber so könnte man das jetzt alles kombinieren. Das ist unser letztes Outfit für heute.
Viva la Primavera! Es lebe der Frühling! Eine schöne Woche euch alle, eure Silvia Autzinger.